Tower Beats on the track. Jo, meine Freunde der Sonne. Ich habe bis jetzt noch gar nicht verraten, warum wir eigentlich nach Venezuela gekommen sind. Wir haben eigentlich hier eine Mission und haben eventuell vor... Was lachst du denn? Moruk, was lachst du, hä? Ist das eine ernste Angelegenheit, Micho? Hä? Ja. Bruder, dicker Moruk, nein, ich habe hier ernste Sache zu besprechen. Ja, also Melissa und... Oh, was, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist folgendermaßen. Melissas Bruder hat vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hat er schon die Idee gehabt, hier auf Venezuela ein Apartment zu kaufen. Hat er dann auch gemacht. Das ist da, wo wir jetzt uns befinden, in diesem Apartment. Das hat er für... Was hat er gekauft? Was hat er das? 22.000. Ne, Micho? Das Apartment. 80 Quadratmeter? Genau, mit diesem herrlichen Ausblick, wie ich mir schon öfter gezeigt habe. Und ja, da hat er uns damit ja, angesteckt sozusagen. Beziehungsweise Melissa hat mich damit angesteckt. Ich war eigentlich dagegen, ich bin nicht so ein Risikotyp, weil es ist echt auch... Ich meine, wir sind... Bis, ich meine, ich habe jetzt... Jetzt habe ich zwar mitbekommen, dass das jetzt auch erlebt, dass das hier gar nicht so schlimm ist. Gut, in Caracas ist das vielleicht echt schlimm. Vielleicht an manchen Orten, aber wo ist das denn nicht? Ich meine, auf der ganzen Welt ist überall, gibt es schlimmere Ecken. Ich glaube, teilweise in Berlin, in irgendwelchen Ecken, ist es schlimmer wie hier zum Beispiel, wo wir uns befinden gerade. Ne? Naja, ist ja nicht nur das gewesen, ist ja nur auch ja, es ist auch ein Risiko, ne? Hier einfach so ein Apartment zu kaufen. Naja, auf jeden Fall haben wir diesen Schritt gewagt. Wir sind jetzt hier und wollen das tatsächlich durchziehen. Wir haben jetzt heute einen Termin bei der Agentur für so eine Makleragentur und die wird uns ein paar Wohnungen zeigen. Ach ja, ich bin echt gespannt, wie das jetzt alles verläuft. Jetzt wird es richtig spannend. Also jetzt, bis jetzt war alles noch hier ein bisschen, wie soll ich sagen, alles so ein bisschen rum. Sightseeing und was weiß ich nicht was und hier uns mal die Gegend angucken. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt wollen wir tatsächlich mal ein paar Wohnungen hier uns mal anschauen. Jo, dann bis später. Halbe. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, señorita, bonita señorita. Ciao. Ciao. Schlüssel. Gracias, señor. Bratatate. Bratatate. Qué lindo, my friend, my brother. ¿Cómo estás? Bien. 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 Okay. Come on. Ah, check again. Wir waren gerade im Office bei der Agentur und wollen uns gleich mal ein paar Apartments mal angucken. Ja, ich bin mal gespannt. Tower Beats on the track.
apartment and then maybe... Tomorrow, perhaps you are going to see another one in the third. It's a different. I think it's better in the condition, general condition, but the process is different, of course. Okay. Mm-hmm. The corner is a very good. Well, there are another one. I think is a corner too. You know, is a in a corner okay. too. But it's good because you don't have neighbor and well, you know, only for you. This kind. Okay. Mm-hmm. Oh, thank you. No, please. Nice on. To meet you. No, for me. Let's talk a little bit in Russian because it's so difficult to me speaking Russian here in Venezuela. We don't have the opportunity to speak. That's no problem. I understood everything. Okay, let practice a little bit. Меня зовут Cecilia. Как вас зовут? Мое имя Мариан. Имя Мариан. Меня зовут Cecilia. Меня Мариан. Мариан. Милиц. Милица. Милица is a very common name here in Venezuela. Okay. And you come from Venezuela? I was traveling, I was studying in Moscow for a long time ago. Okay. And I understand a little bit, you know, but I want to practice because here there are tourists, Russian tourists. Okay. Here to Venezuela, to Margarita. Mm-hmm. And it's so nice because we can, well, I have the opportunity to speak, but it's difficult because it's very difficult. I don't remember exactly the word and the people speak it very quickly and I say, Davaitis. United States or England? We come from Serbia, but we live in Germany. We live in Germany. Serbia, Djokovic. Djokovic. Oh my God, my hero. No, I speak German. Ein bisschen. Ich spreche sehr gut Deutsch. Nein, ich spreche sehr gut Deutsch. Dann können wir auch in Deutsch reden. Oh, schön. Alles Gute, ich bin aus Österreich. Aus Österreich, das ist interessant. Guck mal, das ist interessant mit dir. Amigo, friend. Amigos, das friend. Ist very, very sehr interessant. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Marian. Mein Name ist Heinz. Sehr schön, Heinz. Und wie lange lebst du hier? Bin raus, rein, raus, rein, raus, rein. Und, 52 Jahre. Fiesta. Okay, und wie gefällt dir das hier? Ja. Ah, sonst wärst du ja gar nicht geblieben, sonst wärst du wieder zurück, ne? Matrimonio. Ich habe auch meinen Bruder lebt in Deutschland, in München. Very nice, because I think meine Schwester lebt hier in Caracas. Da haben wir noch einen Bruder, lebt in England. Es ist ein Mann von Österreich. Man from Österreich. Hier. Das ist sehr nett. Vielleicht sieht man sich ja. Vielleicht kaufen wir das Apartment. Ja, hier leben. Ist noch jemand hier? Deutscher? Auch der spricht, ist ein Deutscher. Okay, das ist interessant. Also ich bin zwar kein Deutscher, aber ich bin eingedeutscht. Ja, ich lebe schon seit 35 Jahren in Deutschland. Oh, wow. Meine, für morgen haben wir ein anderes Apartment. Noch ein anderes zu sehen. Ja? Ich ruf an und dann sage ich Bescheid. Wunderbar, dann können wir vielleicht auch ein bisschen... um 3 Uhr Nachmittag. Ja, wenn wunderbar. Das ist auch schön. Bin ich gespannt. Ja, vielleicht werden wir auch irgendwann hierher ziehen und hier leben, ne? Weil man muss doch keine Heizkosten zahlen, ne? Mittlerweile, was da drüben los ist, momentan. Hier ist sehr ruhig zum Leben. Tranquilo. Mañana. Hoy no, mañana. El venezolano dice así. Okay. Ja, schön. Mucho bien aquí. Claro. Mensch, das ist ja schön, oder? Wollen wir jetzt weiter? Novak Djokovic. Yes? Yes? My hero. And she has explained us that she was working in a bird. Yes. And prepared the bouquet and everything. Yes, for the wedding.
Belgrado. Mm-hmm. Aber nein. Ich kann sagen, dass ich radio više nem, živim sad sie, sie have ja, wir haben in Alemania. I understand. I understand, okay. Yeah. She's living in Alemania and he preferred to live here in Margarita. Ja, mucho gusto. Ja, ich meine, mucho gusto. Wir sprechen kein Spanisch. Okay. Nur mit Deutsch. Ja? Gibt es hier viele Deutsche in Margarita? Ja. Okay, das ist schön, das ist interessant. Gibt es auch irgendwo einen Club, Mariam, wo Sie Deutsche treffen? Mariam. Ja. Mariam. Marianne. 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 Glad to meet you. Glad to meet you. Okay. Glad to meet you. Yeah. Yeah. Alles Gute, ja. Dankeschön, wir sehen uns. Schön, alles ne? Gute. Gracias. Danke. Dankeschön. Ja. Sehr schön. Das ist ja sehr, sehr interessant. Man hat jetzt hier einen von der Agentur auch jemanden kennengelernt. Gerade hat man ja mitbekommen, dass er ja wirklich tatsächlich aus Österreich kommt. Das ist echt wirklich interessant. Ach so. Sehr interessant.